So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Wir machen gleich heiter weiter. Ich huste erstmal voll, ist super. Und trink noch einen Schluck. War also gut, komm im Let's Play. Vulkan 3, schnell öffnen die Schleuse, um unsere Pferd hinausschieben zu können. Also muss ich auch öffnen. Ich werde natürlich nicht hinausgesogen, nein, weil, warum auch? Weil ich in der Marsatmosphäre bin. Das müssen wir auch selbst schieben, diesen riesigen Schuh. Auf geht's! Oh Gott. Und gütiger ist das hoch. Versuchen Sie beim Absteigen für möglichst wenig zu wackeln. Was habe ich gerade noch gesagt, Leutnant? Kommst du den Flugrolle zurecht, Liebster? Oh, ich darf nochmal speichern. Juhu. Hätte ich auch da aufhören können das letzte Mal. Wir steigen langsam empor. Hä? Wollten wir nicht nach unten? Detailfragen. Ein wenig Griff! Ding erinnert! Ein wenig an türkischen Gaul, den ich als geritten hatte! Ja, später herrliche Wurst ab! Das ist nicht gerade der geeignete Augenblick, um sie in alten Erinnerungen zu verlieren, Herr Leutnant. Recht, konzentrieren Sie sich lieber auf vor uns liegende, zum Beispiel die Luftminen. Ach, sind doch harmlos. Wenn du früher nicht bei Austritt gegen Hindernisse geknallt, habe ich vor, gerade jetzt dann anzufangen! Achtung, Schatz, komm du von links? Das ist keine Mine. Oh, ich bin der Schein, wir haben das natürliche Habitat dieses Wesens entdeckt. Hab's doch nicht etwa aufgeschreckt und verärgert. Ich halte das auch nicht für den geeigneten Augenblick, sie als Atemforscher zu betätigen. Pass auf, dass das Ding nicht zu nahe kommt, wenn wir den Luftminen ausweichen. Oh ja, ganz richtig, euer Luftroller ist kein Panzerfahrzeug. Warum nicht? Billige Konstruktion. Also spart ihm also wieder Rempleien. Bei mehr als 10 Treffern ist Schluss. Geht ihr einstellen? Werde ich auf den Globe einschlagen? sehr richtig, ich kann hier nur, glaube ich. Oh mein Gott. Ach, ich hasse das. Ja, weck mich, du Mistvieh. Soll ich dem denn ausweichen, bitte? So. Ach ja, ich kann ja. Oh, ich kann 3 Stufen nach oben. Ja, das erklärt einige. So kann man es natürlich auch machen. Oh Gott. Das wird doch nichts. Gott, bin ich gut. Ja, ich flieg voll in die Luftminen und sie explodiert nicht. Kennt man ja, ne? Die Luftminen, die nicht explodieren. Ich bin so geschickt, ich darf es gleich nochmal machen. Natürlich Absicht. Damit ihr nicht euer Minderwertigkeitsgefühl habt. Ja. Kann das Ding nicht schneller fliegen? Nein. Na ja. Schön, wie ich das mache. Wie ich es einfach voll drauf habe. Herrlich. Oh. Sehr schön. So macht man das, Jungs. So nicht anders. Das ist auch so unglaublich spannend, ne? So zum Zuschauen auch. Da muss man schon echt aufpassen, dass man nicht einschläft. Ich wollte es halt einfach mal zeigen, ne? Oh, man sieht nicht mehr, wie ich auf dem Boden ausschlage. Wie schade. Schwarzer Bildschirm. Hätte den Speicherpunkt vielleicht etwas später setzen müssen, sollen, dürfen, können. Und so, ne? Wisst Bescheid! Ist meine Sound überhaupt aus? Ja, gut. Nicht, dass man die Boxen so leise im Hintergrund hört. Haha, wie ich ihn. Kann ich das speichern? Nein! Ah, das ist wie in den neuen Spielen. Oh, jetzt kein Checkpunkt, hier darfst du nicht speichern. Ah, leck mich. Ach, komm, da bin ich doch voll dran vorbeigeflogen. Die war voll nicht auf meiner Höhe, Junge. Gut, dass ich so schnell bin, dann kriegt er mich. Viel leichter. Ach, da fällt mir ein, ich müsste mal wieder Kommentare auf YouTube beantworten. Ach, dass ich meinen Scheiß anschaue, hat gar nicht verdient, kommentiert
Kommentar antworten, ach leck mich, bitte komm. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern, Jungs. Mhm. Ja. Doch, schön. Unten links ist übrigens die Zeitanzeige. Zum Glück nicht oben links, dann könnt ihr es wieder nicht lesen, weil der riesige Framecount immer wieder im Weg ist. Hui. Bin ich gut oder was? Dann kann ich noch weiter nach rechts. Ich hasse mir diese komischen Himmel, die mir plötzlich aufhören. Wir beachten übrigens auch die Wolkenanimation da unten. Erinnert mich ein bisschen an Monkey Island 1. Wenn da am Anfang die Wolken im Intro praktisch, ne? Die Wolken hier, ne? Also, ihr wisst schon Bescheid, ne? Sich bewegen. Ja, kennt man ja Monkey Island, da brauche ich im Prinzip nicht zu erklären, was ich meine. Wobei das bei Monkey Island ein bisschen ruckhafter aussieht. Als würde es ruckeln, sieht es auch wirklich so aus. Das ist. Ist auch ein Emulator so, ne? Also. Und gewonnen. Ui, nein, noch nicht. Ja, leck mich. Bitte, sind wir durch? 600 etwas zusammengestoßen. Hältst 280 Erfahrungspunkte. Das ist jetzt der Moment, wo ich überlege, ob ich das nochmal mache. Glücklich getrunken. Ich hoffe, in der Wolkenstadt ist tatsächlich genug mit der Meteor beschäftigt. In der Wolkenstadt ist man tatsächlich genug mit der Meteor beschäftigt, um auf unser kleines, fliegendes Nichts achten zu können. Meine Nummer nicht! Fluggerät mach ich! Digga, ein paar tolle Kaprionen geschlagen! Gott, das hat es. Ich könnte fast meinen heißen hat Höhenangst. Ha! Spät etwas! Dass die Wolkenstadt ist. Die ist aber klein. Was sag ich, hätte ich mir größer vorgestellt. Ja. Wieso gehe ich jetzt nach unten, wenn die doch. Achso, das ist so technisch. Ja. Okay, erkennt man nicht gleich auf der Grafik. Ist voll verpixelt auf so einem riesen Monitor, das ist grauenhaft. Wow. Wow. Jetzt aber. Jetzt ist es scharf. Pss, immer diese Leuchttürme. Kolossal. Was wollt ihr damit ver... Was genau wollen die damit kompensieren, diesen riesigen Turm? Vergesst, was ich gesagt habe. Die Stadt ist gewaltig. Das wird es nicht einfach machen, den großen Würger zu finden. An die Wette! Zu wissen, wo der Kerl steckt! In meinem Hals und hustet. Pass bloß auf, dass man sich noch entdeckt. Und wackle nicht so schrecklich, wie furchtbarer Mensch. Ja, fällt doch überhaupt nicht auf, wenn da irgendwo was reinfliegt, weil die haben ja auch nirgendwo Wachpost aufgestellt, diese schlauen Hunde. Das ist eine abgelegene Landemöglichkeit. Sicher, der Platz reicht. Festhalten! Bitte, passt doch! Hoffentlich ist das Gefährt nicht beschädigt. Wir brauchen es noch für den Rückflug. Wir haben schon auf den Hinflug alle Mühe, uns viel zu tragen. Ach, ein Flug, das soll mal Flug sein. Jetzt haben wir Gottlob wieder so etwas ähnliches wie festen Boden unter unseren Füßen. Oder nicht? Das Ding ein Gaul ist! Könnt ihr Klettern gewinnen? Bei der Gelegenheit muss ich mal kurz was gucken, was ich noch machen wollte und vergessen habe. Nur mal kurz. So, ich hab's gerade nicht gefunden, von daher wird schon passen. Puh, was für ein widriger Gestank, Ding da empor. Die Suppe von morgen. Nein, von heute. Sind ihr nicht allein? Heimstelle des Feindes stark bewacht. Gang an! Wenn die Burschen fachgerecht vorzugreifen wissen! Soll jede Wache der Bühne den Weg laufen zurechtstutzen? Jawohl! Psst! Wenn wir uns dann durch die Feinde reingemäht haben, steppen wir uns halbtot vor den großen Bürger, der uns umso leichter spielen uns hat wie. Ah doch! Worauf du wieder hinaus willst, Töpfchen! Richtig, mein Schlaufköpfchen, Heimlichkeit! Guter Einwand, teuerste. Statt mir den Kopf durch die Wand zu stürmen, sollt mir bestrebt sein. Kräfte zu schonen, sie dann so ums gewaltig auf den größten Feind niederprassen zu lassen. Ach, ihr so unheldischen Vorantasten! So kommen wir wenigstens voran. So, ich meine mich zu erinnern, dass man die angreifen kann. Wie das? Ach nein, Moment, das sind keine Schlangenmenschen. Entdringlinge, hier! Ach, töricht, dann sind wir doch entdeckt worden. Hallo hin! So, das ist nur auf unserer Seite! Helft drauf, die Streuche! Von selber angeben!
Dann Beeilung, Beeilung, meine Herren. Die Gegner gucken schon etwas weniger verdattert. Keine Zeit verlieren! Na ja, warum? Sie macht mal Gruppenheilung 2, das ist nie verkehrt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer was hier ist. Nicht betroffen, ist geblendet, schläft ein, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Was hat er denn den Schuss machen? Feuer und Donner, Schläge und Überraschungen. Feuer, Schläge und Überraschungen. Ich nehme mal Schläge. Oh, sie wacht auf, schön. Und schläft wieder ein. Schlafen ist was Schönes, ne? Ich glaube, das wird so nix. So, und sie ist still. Toll. Ich glaube, ich bin dann gleich mal tot. Und ich Ja, doch. Das hat schon mal sehr gut funktioniert, muss ich sagen. So habe ich mir das dann vorgestellt in etwa. Kann ich mich da hinstellen? Ja, kann ich. Gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Gucken. Irgendwo hin, keine Ahnung. So, was haben wir hier drüben so? So, das ist bei einer angenommenen Windstärke von 25 Tachpat, wie auch immer. Rotorenleistung in getreulichen Reich unterschreiten, empfiehlt Antragsteller der Hohen Kommission das Mittel der... Ey! Also ganz genau! Einmal den farblosen Gerede! Ich kümmere mich der Stil, wenn Wissen lockt. Wir erleben hier die Bürokratie als interplanetaren Konstante. Meine Güte, ich hätte mal gehofft, sie hat etwas Grässliches wie Amtsstücken Gäbes da zu Hause. Ja, das haben wir dasselbe, ne? Ja. Ach, bitte. Ämter sind doch überall dasselbe. Boah, Teufel, das ist ja wieder die Kritze im Glas. Ja, das hat man, glaube ich, schon. Ein Kristall! Na, nein, hier war der schon. Da waren wir auch schon, ne? Ja, Was haben wir hier so? Geh mir keinen Schritt weiter hinein. Ach, Mann. Ein Wassereimer. So eine Reihe Heizregulatoren versammelt. Kein einziger Schalter, um es in Betrieb zu nehmen. Bringt mir jetzt natürlich nichts. Was willst du? Ein eigenes Zimmerchen? Ein Fitzerrad wie diesen? Achtung, Leute, dann zieh dich auch hin, um das raffinierte Zeug durchschauen. Meine Güte, Professor, Sie haben recht, das ist kein Mensch. In der täuschen echten Hülle steckt ein Terminatrix. Allerdings scheint sie nicht auf den Kampf kalibriert zu sein. Was fangen denn jetzt wieder an? Was machen Sie hier, Blechding? Alles Gras, meines Herrn, sauber und reinlich. Sorge für frisch Quergrütze und erinnere ihn daran, mich regelmäßig aufzuziehen. Ach Mann. Irgendwo konnte man sich dann auch mal heilen, aber das kommt glaube ich erst später. Das heißt, ich werde jetzt ganz schnell an denen vorbeigehen. Bis ich was zum Heilen gefunden habe. Dumm-di-dumm. Ungezeigte Kraftfolge ist geradezu ungeheuerlich. Na, ein Rätsel, da gehen wir gar nicht weiter. Aha! Hab schon einmal so ein Ding aufgekabelt! Seitdem wissen wir, dass man es hervorragend gebrauchen kann. Es nützt einen mechanischen Helm. Ja, das ist nur wieder Grünzeug rot. Nein, das sind Spaghetti. Den hat er schon. 149. Ja, richtig, ich hatte ja kein Geld mehr, um mir noch bessere Ausrüstung zu kaufen, weil irgendwie nur ein Gold eingezahlt war. Findest Badekur. Noch was? Sonst hier nichts weiter von Interesse. Dampfdruck und Rotoren oder rum Kohle fliegt. Überlegene Arten und ihre Diener vom Aufstieg unserer herrlichen Rasse. Könnte glatt ein Mensch geschrieben haben. Oho. Gehacktes. Endprodukte. Schau drauf, es gibt überall. Wir alle wissen, wie schlecht das wieder rausgeht. Armer kleiner Kerl, für dich komme ich zu spät. Ah, wieder von diesem Blechdarm!
Was war das in der Welt? Treiben Sie ja für eine Chancigkeit? Eine merkwürdige Frage. Ist doch allgemein bekannt, dass das Futter schneller in der Nähe kritzelöst, weil es sofort gestückelt worden ist. Ja, das klingt genau wie so ein Roboter. Täuschend echt. Deshalb passt die gerade. Oh. Hallo, was? Zu will? Hebel scheint gesperrt. Moment. Haha, ich bin so genial. Ja, nicht so nah hin. Du bist nicht tintenfisch genug, um dich dort hineinzuzwängen, Schatz. Jetzt aber so schön! Und ist zweimal Badekur. Theoretische Frage. Herr Bade, ich warte, Herr Bade, ich warte. Hier war. Ein Hörkerl! Psst, jetzt suchen. Schnell, Diener, hilf mir in die Rüstung. Nichts da! Nichts, nichts. Gegen was waren die jetzt wieder schwach? Ich glaube, Eis war es, ne? Wobei, ich glaube, die konnte ich auch so einfach mal platt machen. Oh. Ja, doch, ich glaube, das wird auch sowas. Nein, nicht ganz. Ach, komm. Das wird ein kurzer Kampf. Hoffe ich mal. Sollte vielleicht nicht so voreilig sein. Ja, ja, ich darf nicht widerstehen. Bla, bla, bla. Ja, jetzt stirbst du mal. Na, also. Vielen Dank. Nachgeben, nicht so oft für deinen Feind zu stolpern. Und ab! Wir sind einfertig! Soll mein Herr in die Rüstung helfen? Aber wo ist der Herr? Das Gehorch, muss gehorchen. Das Gehorch, ich muss. Ja, ja, ein schöner Kerl, was haben wir da noch? Nichts. Nichts zu mitnehmen. Ich will da immer noch nicht rein. Kann man definitiv nicht mitnehmen. Wenn ich nur, ist auf ein kulturelles Handtuch parallele gestoßen. Einfach weitergehen, Herr Professor. Einfach weitergehen. Ja. Handtücher. Welch unglaubliche Faszination sie auf uns auslösen. Aus. Warum? Komplett zu sein, nun? Aus 3 Welt 2. Ha! Das war jetzt ein unglaublich schwieriges Rätsel. Hätte von mir sein können. Oh. Findest bald zum Öl, Feuerkurve, Riechwasser. Gegen die will ich jetzt noch nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Mache ich nachher. Wenn ich alles in den Kampf werfen kann, was ich in den Kampf werfen kann. Ja. Wie auch immer. Und daher stecken sie die Aufbauten der Wolkenstadt, eingehüllt in die großen roten Staubwolken des Mars. Toll. Außerdem dafür nie, das muss ich schon sagen. Die Lampen werden einfach in die Nebengasse gefeuert. Nebengasse, was meinen? Aber bloß nicht nach, Teufchen! Kein Bedarf! Nach Referat über heiße Luft! Das hab ich gehört, Herr Leutnant. Es dampft. Und zischt. Also doppelt gut. Hier muss da irgendwo mal was zum Heilen kommen. Komm, geht mal weg hier. Danke. Ja, das war jetzt mal sehr schlau. Was zählt, ist das Äußere. Das Innere kommt es an. Ja, also. So, dann müsste ich den da, glaube ich, drehen können. Also, ob mir das jetzt gebracht hat. So, und jetzt muss ich den anderen drehen. Ha, ich bin so genial. Außerdem war das jetzt, wirklich einfach. Ich bin mir sicher, dass da nochmal irgendwo Heilung kommt. Komm, guck mal weg. Das fällt auch überhaupt nicht auf, nein. Das ständige Klimper da auf meinem. Oh, mein Treu, was ist das? Punkt-Traveln? Steh ich ja nicht so herum. Kommen Sie, ich muss das sehen. Man hat ja auch sonst nichts zu tun, ne? Was
faszinierend. Lesen Sie nur, was dort geschrieben steht. Oh, pardon, warten Sie, ich übersetze es. Der erste Echsenkrieg. Mächtig und stark war unser Heer. Lange hatten wir verborgene Gerüste für den großen Kampf gegen die Geschuppten. Kraft des Metalls durchbrach ihre Panzer, zerschnitt ihre Klauen und trennte ihre Hälse. Nach 9 Tagen und 9 Nächten beugten die 7 Heerführer der Echsen ihre Häupter. Der große Heptumech fraß sie zum Zeichen unseres gewaltigen Sieges. Fordern sollten uns die Geschuppten willenlose Diener sein. Unser mächtiger Geist und unser harter Wille ließen ihre Armee ganz Maß nach unseren Wünschen formen. Die Tausende unserer Herrschaft brachen an. Die Echsen waren uns von weit größerem Wert als die schwächlichen Äffchen. Mit jenen besaßen wir ein Werkzeug, das uns immer höher steigen ließ. Maß wurde uns zu klein, wir brachen auf, noch mehr zu umschlingen. Prankatach, war der Loge der Formlos. Ja und? Ja und? Sie stehen hier vor dem, was eine einzige Kultur als ihren Grundstein begreift. Ausgesprochen kriegerische Basis, wie mir scheint. Ganz recht, als fortschrittlicher Völkerkundler kann ich nur sagen, dass im Tentakel an sich das Kriegswesen wiegelegt wurde. Denkt seit jeher nur an die Kategorien von der Oberung und Herrschaft. Kommt mir bekannt vor. So eine schauderhafte Figur, bitte die Tank zu einem Überfluss auch noch Dämonen an. Die Inschrift weist ihn als Heptumech, Großmeister des Ordens der Roten Bürger aus. Entschuldigungstext ist nicht ganz eindeutig. Entweder war er talentierter Fleischer oder erfolgreicher Feldherr. Hoffentlich schleicht er hier nicht noch durch die Gänge. Oh Gott. Mein Deutsch schon wieder. Oh kaum, Wester. Die heutigen Tagler sind noch eine Erinnerung an alle fernste Zeit. Na, muss auf Hut sein! Aha, lauf! Vielleicht haben wir einen aparten Tarnmantel! Ja, merkt man auch gleich. Pardon, was ist das, was Sie hier betreiben? Was putzen, putzen, putzen. Ruhm der Herrn muss immer herrlich blank und rein sein. So eine Art Polen ist das also. Uah. Rassismus und so. Ach, das steht auf beiden Tafeln dasselbe. Schön. Sehr schön. Ganz toll. Herrschaftszeichen der Tage. Ja, ein Gründer. Ist wahr. Haha, ich hab's gelesen. Ja. Ich kann lesen. Schieberätsel. Rätsel schieben. Irgendwie so, glaube ich. Ach, Kisten kann ich nicht schieben. Kisten beherbergen lediglich Dampfmänner taugen die aus. So. Sind trifft eine kleine Schmutzchen. Kommt mir in unsere Taschen. Nimmst einen Kristall. Ey, kann ich den Schraubschlüssel mitnehmen? Weil ich! Soll ich mal ein Beispiel? Sein Fetter an der Wand nehmen! Das! Dein Schraubschlüssel! Kann ich den nicht mitnehmen als Waffe? Halt, Moment, falsches Spiel. So, Wochtage, Wochtnächte, der Widerstand in die Freiheit brächte. Ed musste sich beugen, die Zahlen können es bezeugen. 9? Sieben. Ich rätsel gerade hier nicht. Nein. Okay, lesen wir den Text nochmal. Bla bla bla. 9. Toll, jetzt habe ich es gleich mal wieder weggeklickt. Ganz toll. Ja, ja, ja. 7 Heerführer. Hm. 25? Sie sich beugen, die Zahlen können. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Man kann den Text ja nochmal lesen. Ah. Ja, die Kraft sind jetzt dann immer die Panzer, bla 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 bla.